Wochenende zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir einen Nudelauflauf mit Mozzarella und Speck. Und dazu benötigen wir zum einen natürlich Nudeln, Mozzarella und Speck. Und zum anderen etwas Gemüsebrühe oder klare Brühe, drei Knoblauchzehen, Mozzarella, Olivenöl und Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Zuerst werden die Nudeln gekocht, dazu habe ich auch etwas Salz und Olivenöl verwendet. Anschließend habe ich den Knoblauch sowie die Zwiebeln klein geschnitten. Des Weiteren wurde der Mozzarella in Scheiben geschnitten. In einen Topf habe ich dann etwas Olivenöl gegeben und darin die Knoblauch und die Zwiebeln angebraten. Sobald diese etwas Farbe bekommen haben, werden sie mit der Gemüsebrühe und der Sahne abgelöscht. Wie ihr sehen könnt, habe ich leider vergessen, die Linse immer mal wieder frei zu machen. Sie hat sich einfach durch den Dampf etwas zugesetzt, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem erkennen, was ich mache. Diese Flüssigkeit wird nun aufgekocht und dabei auch noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann können wir auch schon mit dem Schichten beginnen. Dazu geben wir zunächst die Nudeln in die Auflaufform, etwa die Hälfte. Anschließend geben wir die Hälfte des Mozzarellas darauf, als auch die Hälfte des Specks. Und das gleiche Prozedere noch einmal. Allerdings solltet ihr, bevor ihr die Mozzarella dann auf den Auflauf legt, die Soße darüber geben. Der Auflauf muss dann bei 180 Grad Umluft für ca. 30 Minuten in den Backofen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!